Heute sprechen wir über besten Laufgittertest. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich Links in das Beschreibungsfeld unten aufgenommen. Hier präsentieren wir besten Laufgittertest. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Damit kommen wir nun ebenfalls zum letzten Ort im Laufstall Kontrast, wo wir mehr über ein wirklich einzigartiges Produkt erfahren, den Preisträger. Dies ist der hochwertige HONIB Laufstall Hexagonal 523304D01 von Tigo, der durch seine schöne sechseckige Form besticht. Der strapazierfähige Laufstall besteht aus Massivholz, das in einem natürlichen Farbton lackiert ist. Dank der 6 separat feststellbaren Rollen lassen sich die 17 Kilo mühelos im Raum bewegen. Der strapazierfähige Boden des Laufstalls von Tigo lässt sich in 3 verschiedenen Höhen verstellen, um sowohl Eltern als auch Kindern optimalen Komfort zu bieten. Der Laufstall ist mit einer weichen Einlage ausgestattet, die bei bis zu 40 C in der Maschine gewaschen werden kann. Für die Verwendung als Ersatz für einen Salonwagen empfiehlt sich der Kauf einer anderen zusätzlich in diesem Fall Laufgitterbettmatratze. Nummer 4. Dies ist der hochwertige Kiez Max Laufstall David 100, der seine Premium-Qualität der liebevollen Herstellung in einem kleinen Handwerksbetrieb verdankt. Der hochwertige Laufstall hat einen Hinterhof von rund 100 × 100 cm und eine Gesamthöhe von 70 cm. Der aus Holz gefertigte Laufstall wiegt 15 Kilo. Der stabile Standfuß ist sanft gepolstert und lässt sich zudem stufenlos in der Höhe verstellen, was von Geburt an bis zu einem Körpergewicht von 20 Kilo viel Vielseitigkeit bietet. Damit der Laufstall bei Bedarf bequem verschoben werden kann, ist er mit 4 Premium-Rollen ausgestattet, die selbstverständlich einzeln arretierbar sind. Dank der beiden Rutschstangen können auch größere Kinder noch Spaß mit dem Laufstall haben und so ihre Selbstständigkeit betreten und verlassen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Der Rober Laufstall 0241 WV150 dominiert diese Platzierung aufgrund seines außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnisses. Der erstklassige Laufstall ist aus weiß lackiertem Holz gefertigt und mit einer sanft gepolsterten Sicherheitseinlage ausgestattet, die zusätzlich in 2 verschiedenen Farbmischungen sofort erhältlich ist. Der stabile Standfuß besteht aus MDF und lässt sich zudem in 3 Stufen in der Höhe verstellen: 31 cm für Kleinkinder, 47 cm für etwas größere Kinder und 63 cm für Kleinkinder gemessen ab Oberkante. Der wunderschöne Laufstall von Rober bietet eine Spiel- oder Bestandsfläche von 100 × 75 cm und hat zudem eine Gesamthöhe von 72,5 cm. Dank der 4 hochwertigen Rollen, die selbstverständlich einzeln gesichert werden können, lassen sich die 11 Kilo bequem von einem Ort zum anderen bewegen. Der Laufstall ist jedoch für kleinere Kinder zwischen 0 und 24 Monaten geeignet. Die optimale Belastung beträgt 15 Kilo. Nummer 2. Ein zweiter Platz am Laufgittervergleich, wie gesagt, treffen wir auf den Effizienzsieger in der Prüfung. Besonders gerne möchte ich diese Gelegenheit nutzen, Ihnen den außergewöhnlichen VW Max 3065 Laufstallbucher vorzustellen. Dieses hochwertige Design ist mit oder ohne Kissen erhältlich, wobei die Farbwahl zwischen Weiß sowie Natur-Weiß möglich ist. Der robuste Laufstall von VW Max besteht aus massivem Buchenholz, das mit speichelfester Farben nach Robopen 713 Weiß nachlackiert wird. Der Laufstall wiegt 23 Kilo. Die großzügigen Ohrenmaße von 100 × 100 cm nutzen eine Spielfläche von 96 × 96 cm auf einem gepolsterten Boden, der stufenlos in der Höhe verstellbar ist. Für optimale Hygiene ist der Boden abwischbar. Und die Nummer 1 unserer Liste. Dies ist der hervorragende Rober Laufgitter Hexagonal 0232 WV148, der durch seine sechseckige Form besonders ansprechend ist. Der Laufstall enthält hochwertige Levelstangen aus Holz, der weiß lackiert sind. Der Lieferumfang besteht aus einer weich gepolsterten Schutzeinlage, die zusätzlich in 3 verschiedenen Farbmischungen angeboten wird. Die Kosten variieren jedoch je nach Auswahl. Der wunderschöne Laufstall hat eine Außengröße von 120 cm sowie eine Gesamthöhe von 73 cm. Das Gewicht beträgt etwa 15 Kilo. Der stabile Sockel aus MDF-Holzplatten ist an 3 verschiedene Höhen gewöhnungsbedürftig, was speziell für Mamas und Papas von Vorteil ist. Der Laufstall kann von Geburt an als Ersatz für die Wiege verwendet werden, bis zu einem Körpergewicht von etwa 15 Kilo. Für mehr Informationen
Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.